Hey da draußen, hier sind wieder Strong und Flex und unser heutiges Video trägt offensichtlich den Titel Zerstört durchs Barfußlaufen. So, jetzt haben wir doch und andere auch behauptet, Barfußlaufen sei gesund oder mit Barfußschuhen. Kann ich mich mit etwas Gesunden, unterstellen wir mal, dass es nach wie vor gesund ist, kann ich mich mit etwas Gesundem zerstören? Letzten Endes ist es ja eine Frage der Dosierung. Darauf wollte ich hinaus. Wasser ist gesund und natürlich. Also das meiste Wasser, was wir bekommen. Und wir brauchen auch unsere 2 Liter oder möglicherweise sogar noch ein bisschen mehr. Das ist ganz basic und wichtig. Aber, das haben wir auch schon mal gesagt, das Beispiel. Das haben wir auch vom guten Ido. Wenn du 7 Liter am Stück säufst, kannst du dich damit sogar umbringen. Da geht es ja nicht nur, noch nicht mal nur schlecht, sondern es bringt dich um. Das Gleiche gilt für Sauerstoff und das Gleiche gilt für alles, auch in der Bewegungswelt. Dosierung ist entscheidend. Ja? Dosierung ist entscheidend und dann ist ja Barfußlaufen erstmal nur eine Überschrift. Ein Hinweis, ein Hinweisschild. Ja? Und was du darunter verstehst und was wir darunter verstehen und was vielleicht ein Lee Sexby darunter versteht, der Godfather of Barefoot Running, ja, das differiert doch sehr, sehr stark. Ja. Und dann, wenn wir jetzt versuchen, diesem systematischen Faden zu folgen, wir haben ja auch ein Video vor nicht allzu langer Zeit, eben genau aus diesem Grund, den wir heute auch nochmal aufgreifen, gemacht, indem wir unsere neuesten Erkenntnisse nochmal in einem Video verarbeitet haben. Das verlinke ich auch nochmal im Beschreibungsfeld. Einfach auf Mehranzeigen klicken, wenn du am PC oder Laptop sitzt oder aufs kleine Pfeilchen neben dem Videotitel, dann kannst du dieses Video auch nochmal anschauen. Also Systematik ist, also nehmen wir das mal vorne weg. Barfußlaufen oder mit Barfußschuhen ist nach wie vor einer unserer ganz wichtigen Basics, den wir nach wie vor von Herzen empfehlen. Aber, da war es wieder das Aber, wenn ich jetzt barfuß stehen und gehen will, damit fängt es ja an, auch das wiederholen wir fast schon gebetsmühlenartig über die letzten Jahre. Ne? Von Laufen, Terminologie, Laufen, das was draußen Joggen genannt wird, sprechen wir am Anfang noch gar nicht. Erstmal nur stehen und gehen. Und wenn ich das machen möchte, dann muss ich erstmal checken, was habe ich für eine Hardware? Wie sehen meine Füße aus? Sind sie funktionell? Wie geht es meinen Knien, meiner Hüfte, meinem Stoßdämpfer, der Wirbelsäule? Ja? Wie schwer oder wie leicht bin ich? Habe ich Idealgewicht oder bin ich übergewichtig? Ja? Das grassiert ja Übergewicht, das wird ja immer mehr, auch leider schon bei den Kindern. Ja? Wie alt bin ich? Was bringe ich noch vielleicht für genetische Dispositionen mit? Ja, das ist das eine, Hardware-Check. Und das andere ist der Software-Check. Weiß ich denn überhaupt, wie es geht? Weiß ich sicher, kann ich mir sicher sein, dass ich weiß, wie ich richtig stehe? Ungeprüft könnte man jetzt sagen, natürlich weiß ich, sieh her, ich stehe. Ja. Aber wie? Ist auch menschlich und natürlich. Wie stehst du? Ja? Weißt du, wie man richtig geht? Ja? Also, um auf Stehen einfach mal zu gehen, wo ist dein Körperschwerpunkt? Liegt der mehr auf der Ferse? Bist du mehr fersenlastig oder bist du mehr auf den Zehen unterwegs? Wenn du jetzt einmal dich mal vor und zurück kippst, merkst du schon, es ist ein Unterschied. Mhm. Und du kannst halt stehen mit vollem Druck voll in der Ferse und Knien voll durchgedrückt oder du beugst die Knie leicht ein, kommst leicht nach vorne. So, was ist denn dein Stand eigentlich? Hast du da überhaupt einen Referenzwert? Ja, also meistens ist der Stand korrumpiert durch jahrelanges Tragen herkömmlicher Schuhe, die ja samt und sonders praktisch alle eine Dropzone haben, eine Fersensprengung haben, hinten höher sind als vorne. Nicht nur bei den Frauen, ne? Ich rede gar nicht von High Heels, das ist natürlich extrem, ne? Aber auch ein Business-Schuh für einen Mann, ein herkömmlicher Sportschuh, die sind alle hinten höher als vorne. Das heißt, meine Statik wird verändert, ich bin aufgebockt und wenn ich jetzt den Schuh ausziehe, habe ich aber immer noch dieses Gegensteuern, denn ne, wenn du aufgebockt bist, musst du ja deinen Schwerpunkt nach hinten verändern.
Du musst kompensieren, damit du nicht auf die Nase fällst, ne? Damit du ausbalanciert bist und nicht die ganze Zeit anspannen musst. Ja? Und das überträgt sich dann in deinen Stand, wenn du jetzt barfuß stehst, ja? Oder einen Schuh trägst, einen Barfußschuh trägst, der nicht hinten höher ist als vorne. So, das heißt, ich muss jetzt erstmal überhaupt sensibel sein, wie du jetzt gerade sagst, und hinspüren, wo ist meine Last? Habe ich eine gleiche Lastverteilung Ferse zu Vorfuß? Und ganz, ganz wichtig, sind meine Zehen, darauf werden wir gleich noch ein bisschen mehr eingehen, sind meine Zehen präsent? Ja? Also habe ich Druck auf der Großzehe? Sind meine Zehen bestenfalls gestreckt oder entspannt nach vorne, wie eine breite Baumwurzel, und habe ich somit eine breite Supportfläche und eine gute Lastverteilung. Ja? Und letzteres, also diese Zehen, die Lastverteilung auf die Zehen, das Strecken, das setzt erstmal eine gute Software voraus. Ne? Die meisten Leute krallen mit den Zehen, also wenn die Großzehe ankert, dann beugen sich auch die Kleinzehen ein, was grundfalsch ist. Die haben eine unterschiedliche Aufgabe. Dazu haben wir auch entsprechende Toga-Übungen online gestellt. Das andere Problem ist, dass viele, viele Schuhe so gebaut sind, dass sie vorne hochgebogen sind. Ja? Dem Abrollen über die Ferse folgend. Was, auch darauf kommen wir gleich noch, nicht falsch ist. Ja? Aber was falsch und wirklich Quatsch ist, ist dieses Hochbiegen der Zehen, die sogenannte Toe Spring, das ist der Fachbegriff dafür. Das heißt, wenn du lange herkömmliche Schuhe mit Toe Spring trägst, ist es für dich nicht normal, ja, die mit den Zehen zu ankern und nach unten zu arbeiten, also mit der Großzehe zu ankern und mit den Zehen mitzuarbeiten. Und dann sind möglicherweise deine Zehen nicht präsent. Das sehen wir dann, wenn wir unsere Schüler über die Footmap drüber schicken, unser schönes Analyse-Tool vom Lee Saxby, und dann einfach kaum Abdruck auf den Zehen haben. Ja, so, und das ist jetzt etwas, was du ja jetzt sofort checken kannst. Ja, kannst das Video kurz anhalten, dich mal hinstellen, so wie du dich immer hinstellst, und dann mal versuchen, sensibel zu sein. Wie ist meine Lastverteilung und sind meine Zehen präsent, ja oder nein? Dann haben wir noch das Thema Großzehenstellung. Ne? Auch eine Information, die nicht versteckt ist. Ich kann von oben runterschauen und kann sehen, wo zeigt denn meine Großzehe hin. Ne? Die innen, habe ich die Hallux Valgus-Stellung. Ja, also auch das haben wir schon mal gesagt. Es gibt so die sogenannte Myers-Line. Das ist, glaube ich, noch nicht wissenschaftlich komplett fertig erforscht und veröffentlicht. Aber man kann es, glaube ich, trotzdem benennen. Ich lote von dem Gelenk hier, meiner Großzehe, zum Grundgelenk durch, vom ersten zum Grundgelenk, und möchte dann einen Linienverlauf in das Zentrum meiner Ferse haben. Ja, dann steht meine Großzehe richtig. Hallux valgus, Hallux ist ja die lateinische Bezeichnung für die Großzehe, und Hallux valgus heißt, dass die Zehen in einer X-Position zueinander stellen. Und das ist ja nun mal ein wahnsinnig häufiges Bild, auch wie das Resultat vom Tragen herkömmlicher Schuhe. Meine Füße haben keine Fußform mehr, sondern sie haben eine Schuhform. Ne? Nimmst du mal aus deinem Sportschuh die Einlegesohle raus und stellst dich drauf, und dann siehst du, oh ja, mein Fuß ist genauso geformt, wie mein Schuh von innen geformt ist. Ja? Aber das entspricht nicht unserer Natur. Wir haben normalerweise eine V-Form, ne? Und dadurch eben dann eine breite Supportfläche, und die Zehen können dann ganz anders agieren. So. Und dann haben wir die Lastverteilung, die wir uns wünschen. Und jetzt können wir mal auf diesen Titel vielleicht mal zwischendrin mal eingehen, zu sprechen. Wir haben nämlich jetzt gerade wieder vor 2 Tagen eine Zuschrift erhalten, eine digitale Zuschrift. Und das ist nicht das erste Mal. Das haben wir auch schon mal in einem Kommentar gehabt, wo eine Dame, deren Namen wir natürlich nicht nennen, aus Datenschutzgründen, ein Knochenmarksödem entwickelt hat im Mittelfußknochen. Ja. Meistens ist es das sogenannte Metastasalgelenk. Vielleicht kannst du da irgendwie mal eine Grafik noch reinfliegen lassen. Eins, also das von der ersten Kleinzehe, also könnte jetzt auch sagen Zeigezehe, ja, kann aber auch von der mittleren Zehe sein, ja. Dass dieses überlastet wird
und Knochenmarksödem, das müssen wir jetzt nicht ins Detail reingehen, da ist also im Knochenmark, hast du Flüssigkeit drin, ja, und das ist keine gute Botschaft. Das haben übrigens sehr, sehr viele Läufer, das macht es aber nicht besser. Das könnte sogar Richtung Nekrose gehen, also dass das da abstirbt. Auf jeden Fall ist das ganz und gar nichts Gutes. Und warum, wo kommt das her? Also wir haben jetzt schon die V-Form der Füße angesprochen und die Zehenstellung. Und ich denke, das Hauptproblem entsteht einfach dadurch, dass die Füße in herkömmlichen Schuhen vorne zusammengedrückt werden. Dadurch interagieren die Zehen nicht mehr richtig. Und jetzt muss dieses Material an Fuß, also das ist ja Volumen, das in meinen Schuh rein muss, das muss ja irgendwo hin. Das sind ja nicht nur die Zehen, auch das Quergewölbe, was nicht genug Platz hat. Genau. Ja? Und dieses Material muss ja irgendwo hin. Da ich aber auf meinem Fuß draufstehe, die Schwerkraft nach unten wirkt, kann sich der Fuß ja dementsprechend statt quergewölbsmäßig nach oben aufzubauen, eigentlich nur nach unten durchdrücken, wenn diese Zehen nicht aktiv werden können. Und das ist so eine sogenannte Boating-Thematik. Und jetzt drücke ich quasi den Mittelfuß nach unten durch und habe dann deutlich mehr Druck hier. Und der ein oder andere hat hier vielleicht sogar eine fette Hornhaut schon, weil es den Fuß da durchdrückt einfach. Das ist so ein bisschen, als ob man sich vorstellt, man steht in so eine Regenrinne rein und eigentlich sollte die Regenrinne ja andersrum stehen. Aber ihr steht quasi so, dass es schön reinregnen kann. Genau, und du hast gerade Boating genannt, also von Englisch Boot. Ja, also du stehst dann, anstatt einen stabilen, breiten Fuß zu haben, mit einem aufgespannten Quergewölbe, stehst du ein bisschen wie auf einem Kajak. Ja, also wie auf einem Boot, was natürlich auch wackelig ist. Du bist dadurch instabil. Auf einem flachen Untergrund, ja. Ja, also du bist instabil, die Großzehe ankert dann nicht, das Sprunggelenk kann nicht entkoppeln, das Knie wird sicher auch dadurch leiden. Aber vor allem geht es uns jetzt darum, dass dieser Mittelfußknochen eine hohe Last bekommt. So, jetzt hast du vor deine Hightech-Schuhe angehabt mit viel Sohle. Da ist natürlich der Knochen jetzt nicht so auf den harten Boden aufgekommen. Ja? Jetzt, trotzdem ist der Hightech-Schuh nicht gut, weil der hat ja das ganze Übel erstmal herbeigeführt. Ja? Mit der engen Zehenbox. Genau, mit der zu engen Zehenbox. Deswegen ist das nicht verhandelbar. Die Zehenbox muss deinem Fuß genug Platz geben, damit genau das nicht passiert. Das Perfide ist ja, das können wir auch noch mal kurz dazu sagen, dass teilweise von diesen Hightech-Schuhen oder den herkömmlichen Schuhen der Leisten sogar so gebaut ist, dass dein Fuß nach unten entweichen kann, damit du dich wohlfühlst in diesem zu engen Schuh. Ne? Nicht so eine coole Geschichte. Ja? Ja, aber und trotzdem fragen sich die ganzen Schuhhersteller, wie man diese Boating-Thematik verhindern kann. So, und jetzt habe ich halt die Situation, ich stelle jetzt um auf Barfuß und bin jetzt möglicherweise schon ein paar Jährchen älter, habe nicht mehr so viel Schutzfett, also so im Durchschnitt ab 45 lässt dieses Schutzfett einfach nach. Es kann aber auch schon viel früher weg sein, das haben wir ja gesehen, schon bei ganz jungen Menschen. Zum Beispiel, wenn man mal eine Essstörung oder so hat und mal zeitweilig einen extrem niedrigen Körperfettanteil, ist im Übrigen von Dorian Yates, habe ich mal so ein Interview gesehen, der dann praktisch in der Wettkampfphase, also wo er auf der Bühne war, gemerkt hat, ich laufe auf Knochenfüßen. Ne? Also der hat dann Körperfett gehabt, 3%, 4% und hat auch kein Schutzfett mehr unter den Füßen gehabt. Ja? Also im Bodybuilding. So, das heißt, ich habe da auch keinen Schutz auf dem Metastasalgelenk. Ja? Und jetzt hole ich mir eine Minimalsohle mit 3 mm zum Beispiel. Nehme auch auf jeden Fall noch die Einlegesohle raus, weil ich denke, das maximale Barfußgefühl. Maximale Barfußgefühl. Ich bin raw, ich bin barfuß unterwegs. Und dann kommt da nichts Gutes dabei raus. Und dann gehe ich auch noch mit dem gleichen Volumen rein, das ich vorher mit meinem alten Schuh gemacht habe. Ja. Und es wird immer schlimmer. Und dann bin ich möglicherweise noch ausschließlich auf dem künstlichen Boden unterwegs. Ich zeige hier nach Stuttgart gerade, aus dem Fenster, auf den Asphalt. Jetzt kein Boden mehr, jetzt nur noch Löcher. Ja, so. Und das ist natürlich dann der
ein möglicher, der Quell möglichen Übels. Ja? So, und jetzt haben wir natürlich anhand dieser ganzen Informationen, die wir jetzt schon in das Video reingepackt haben, schon darauf hingewiesen, was man jetzt machen kann. Ne? Also erstmal wäre jetzt eine sehr, sehr clevere Herangehensweise, zum Beispiel eine Fußanalyse zu machen. Ja? Und mal zu gucken, habe ich auch eine Bootform, ist mein Quergewölbe, auch dazu haben wir wahrscheinlich schon längst oder jetzt spätestens nochmal eine Grafik eingebildet, in ein aufgespanntes Quergewölbe und ein durchhängendes. Ja? Habe ich diese Thematik, ja? Dann wie alt bin ich, wie ist es mit meinem Körpergewicht, auf welchem Terrain bewege ich mich. Ja? Und dann entscheide ich, abhängig davon, erstmal auch, was die Schuhauswahl angeht. Ja? Und dann ist unsere Empfehlung ganz klar, nicht das Minimalste vom Minimalen zu nehmen. Wir haben das auch am Anfang gemacht. Also ne, wir haben auch das ein bisschen radikal gemacht und haben dann auch wirklich die Sohle raus und ich habe mir auch mal so ein Luna-Sandal geholt, ne, und da habe ich dann auch geguckt, welches ist die dünnste Sandale. Ja? Warum haben wir das gemacht? Was ist das Argument für die dünne Sohle? Worum geht es dabei? Maximale Propriozeption, Wahrnehmung. Wahrnehmung, und Sensorik. Der Fuß braucht nur Schutz, ist die Idee. Also Schutz vor einer Scherbe. Genau, also wir haben die Sohle so ausgewählt, dass wir, also mit einer Stoß- und stichfeste Sohle und natürlich ist die Hygienethema, Häkchen dahinter, aber wir wollten die allermaximalste Wahrnehmung haben. Was ja auch geil ist, ich liebe es nach wie vor, wenn ich komplett barfuß in der Natur laufen gehe, aber da laufe ich dann auf organischen Böden, auf Wiese und Waldboden und gerade jetzt hat man relativ viel Regen, dass der Boden mega weich, dann ist das auch kein Problem. Ja, aber ein hohes Volumen auf Asphalt, das würde ich heute nicht mehr empfehlen. Wenn ich jetzt mal ein Teilstück Asphalt habe, ist das kein Problem. Ich habe eine gute Hardware, ne? Kommen wir nochmal auf den Anfang zurück. Ich bin leicht, ich habe den Körper eines Jägers und Sammlers, meine Stoßdämpfer funktionieren. Ich habe kein kollabiertes, Gott sei Dank, kein kollabiertes Quergewölbe, also meines ist noch aufgespannt. Ich habe ausreichend Schutzfett. Und dann funktioniert ja meine Sprungfeder, jetzt bin ich beim Laufen übrigens, also das, was im Volksmund Joggen genannt wird, meine Sprungfeder auf dem Asphalt auch sensationell gut. Also für ein Techniktraining ist das genial, das hat der Lee auch gesagt, ne? Weil ne, du kriegst ein extrem gutes Feedback. Aber das würde ich nie über einen Marathon machen. Ja? Da würde ich definitiv mir Schutz holen. Und wenn du jetzt nicht den Körper eines Jägers und Sammlers hast und ein kollabiertes Quergewölbe hast und möglicherweise noch ein paar Jährchen älter bist als ich, was für einen Schuh wählst du aus? Du bräuchtest eine dickere Sohle. Genau. Ja. Also nochmal, das Beispiel hier, was der gute Flex gemacht hat, das hat funktioniert. Aber wenn du halt gerne läufst und also nicht diese Voraussetzungen mitbringst, kann es ein Problem werden. Das heißt, hol dir mehr Sohle und aktiviere deine Zehen. Genau, und das Problem kann tatsächlich auch beim Gehen eben entstehen. Ja? Also bei Vivo Barefoot, ne, die wir ja seit eh und je gerne in unserem Beschreibungsfeld verlinken, da müsstest du mal in der Kategorie Outdoor- und Trail-Schuhe gucken. Das sind dann die Primus Trail und wie sie heißen, ja. Also die Schuhe, die einfach ein bisschen mehr Profil haben, ja. Und dann wäre eben auch klar die Empfehlung, die Einlegesohle, die mitgeliefert wird, auf jeden Fall drinnen zu lassen, ja. Bei Joe Nimble ist da die Nummer 1 Empfehlung der Nimble Toe Jog, der eben eine 6 mm Sohle hat und nochmal, ich glaube, es sind nochmal 3 mm dieses Endurance Fußbett, ne, was also schon darauf hinweist, Endurance, Ausdauer lang, ja, also was eben mich unterstützt und trotzdem habe ich noch Wahrnehmung, weil das ist nicht zu viel Sohle, ne? Es sind keine Zentimeter, ne? Wir sind immer noch Millimetersektor. Genau, du kannst trotzdem noch wahrnehmen, du schützt aber deinen Fuß, also du kriegst die Hilfe quasi, dass dein Schutzfett oder deine Knochen sich nicht da zusätzlich abbauen. Du hast aber durch die breite Zehenbox die Möglichkeit, die Zehen zu aktivieren und deinen Fuß halt wieder richtig zu benutzen. Es ist nicht zu vergleichen mit einer orthopädischen Einlegesohle, die dich unterfüttert und dir versucht, ein künstliches Quergewölbe zu erzeugen, weil da Material hinkommt. Ja. Das war so unterschiedlich. Wir haben in diesem, also das ist wieder, ne, ich liebe das, ja. Worte sind nur Hinweisschilder. Fußbett, bei dir vielleicht? Ah, okay. Mein Fußgewölbe wird unterfüttert. Ja, ich liege da drauf. Nein, das ist nicht die Definition Fußbett. Ne? Fußbett kann komplett flach sein.
ja, und einfach nur eben deine Knochen vorne etwas schützen, ja. Das Endurance-Fußbett hat halt nochmal eine geniale Technologie, weil da hinten so eine kleine Schiene drin ist, die dein Fersenbein im Schuh fixiert und so das Entkoppeln Ferse zu Vorfuß begünstigt wird. Das ist nochmal so ein kleines Feature. Zehenbox hast du gerade gesagt. Das ist auch so ein Punkt, ne? Also wir haben jetzt relativ, man sieht das vielleicht auch hier in der, können wir nochmal umschneiden, du hast nochmal einen gut breiteren Fuß als ich, ne? Aber meine Großzehe, die steht auf jeden Fall halt wirklich so, wie ich es mir jetzt wünsche. Und da brauche ich eine größere Zehenbox, ja. Und da muss ich halt eben gucken, welcher Barfußschuh oder welcher Funktionsschuh ist da für mich passend. Übrigens ein kleiner Hinweis, weil wir vorhin bei John Imble waren. Wir haben da ja auch einen Gutscheincode, wo du sparen kannst. Das ist aber ein bisschen tricky, haben wir festgestellt, den einzulösen. Du musst den Schuh in den Warenkorb legen. Bevor du zur Kasse gehst, gehst du auf Warenkorb bearbeiten, setzt ein Häkchen bei, ich habe einen Rabattcode und dann kannst du ihn eingeben. Dann sparst du auch 10%. Das haben wir jetzt hier nochmal eine Anleitung dazu gegeben. Ja? Ja, aber zurück zum Thema. Also es gibt unterschiedlich breite Füße und du kannst halt schauen, welcher Schuh passt für mich. Und wenn du ein Einsteiger bist, dann passt halt vielleicht ein Zack und ein Vivo super zu dir. Und wenn du einen breiteren Fuß hast, musst du vielleicht einen Joe Nimble oder einen anderen Schuh nehmen. Da können wir jetzt nicht die Al Bundy-Nummer und Schuhberater spielen. Ja. Aber ja, es ist dann doch individuell und du musst nach deiner Lösung schauen. Ja, also das ist mal mein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ja, und dann kommen wir, jetzt waren wir viel bei Hardware, ja, auch teilweise schon bei Software, also wie stehe ich richtig, ja, Gewichtsverteilung, Großzehe ankert, anderen Zehen fächern, ja. In dem Video davor, was ich vorhin schon erwähnt habe, hatten wir auch so dieses Thema, hast du einen sehr festen Fuß? Ja, ist auch nochmal, das sind wir auch nochmal bei der Hardware, ne? Also ist dein Längsgewölbe sehr starr, ja? Kann dein Fuß überhaupt entkoppeln, ja oder nein, das ist auch nochmal ein Punkt. Was aber auch wiederum mit der Zehenfunktion zusammenhängen kann, also jetzt wird es komplex. Ja, aber gehen wir nochmal zur Software und dem Thema Fersengang, Ballengang, ja. Wir haben ja am Anfang unserer Barfußkarriere auch erstmal lernen müssen, unsere Erfahrungen machen müssen, ja, und haben dann, für uns war das dann erstmal einleuchtend, zu sagen, ha ja, jetzt habe ich nicht mehr dieses liebevoll in Taiwan gefertigte fette Gummi unter der Ferse und das ist jetzt nicht mehr da und ich möchte ja eben nicht diese Schläge nehmen, um die geht es ja eben auch gerade, und dann haben wir uns für dieses sehr muskuläre Gehen über einem Vorfuß entschieden, den sogenannten Ballengang, von dem wir jetzt ja ziemlich stark abgekommen sind. Also ich benutze den gerne noch, manchmal, wenn ich hier im Studio hin und her gehe, so kleine Strecken oder zu Hause bei mir in der Wohnung, auf dem Parkett oder so, mache ein paar kleine, flinke, schnelle Schritte. Also der Ballengang ist durchaus ein natürliches Bewegungsmuster, was ich zum Beispiel im Anschleichen benutze. Ja? Aber wenn wir lange Strecken zurückgehen und wenn wir Schuhe anhaben, dann gehen wir mittlerweile definitiv ausschließlich über die Ferse mit einer hohen und guten Qualität. Ne? Also jetzt können wir es hier nochmal sehen, wenn du jetzt deinen Fuß locker hängen lässt und mal drauf schaust, dann stellst du fest, dass der Kleinzehballen niedriger liegt als der Großzehballen. Hier ist ein leichtes Gefälle drin. Ne? Das wirst du besser sehen, wenn du jetzt einfach mal diesen Test für dich selber machst. Und das implementiert schon, dass unser Fußaufsatz nicht 1 Rums 2 ist, sondern er ist 1, ich übertreibe mal, komme über die Außenkante, 2 und rolle ab zum Großzehballen 3. Und dann entkoppelt noch Ferse zu Vorfuß. Ja? Dabei ist mein Fuß nah am Körper, damit ich kein deutscher Stechschritt wäre. Ich mache einen Riesenschritt, ja, und komme auf der Ferse und schon auch hier nicht auf dem Schutzfett auf. Ne? Da ist dann, geht mein Fersensporn-Alarm an. Ja, so hole ich mir einen Fersensporn. Also der Schritt muss klein sein und ziemlich neutral, ja, sodass ich mein Schutzfett nutze. Ne? Auch das kannst du mal versuchen zu erspüren auf dem harten Boden. Und dann komme ich über die Außenkante zum kleinen Zehballen, rolle ab zum Großzehballen und das Knie ist natürlich unbedingt gebeugt. Das ist ein qualitativ gutes Gehen über die Ferse, ne, um das mal in aller Kürze und Schnelle zu zeigen. Also das ist so dieses Thema
Software, ne, die muss eben auch da sein. Und dann ist das Ganze auch wirklich gesund, ja, und sehr, 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 sehr empfehlenswert. Ja. Aber aktuell zerstören sich sehr, sehr viele Leute mit dem Barfußlaufen, was primär ein Wissensproblem ist. Das war ja auch in Amerika, da kam das Buch Born to Run raus, super Buch. Der Christopher McDougall, der Autor, hat eine Tour durch Amerika gemacht. Der Lee Saxby hat die Tour begleitet und war dann der Experte, der den Leuten beigebracht hat, wie man läuft, wie Natural Running funktioniert. Dann waren, glaube ich, so die, gerade die Vibram Five Fingers sehr, sehr hoch im Kurs. Ja, und dann haben sich die ersten Leute verletzt und verletzt und verletzt und Vibram wurde verklagt und so weiter. Und die Bewegung wurde jäh ausgebremst, ne? Und das ist natürlich Unsinn, das sollte uns nicht passieren. Und uns tut das auch leid und wir finden das sehr, sehr schade, wenn die Leute eigentlich die richtige Intention haben, gegen den sozialen, gesellschaftlichen Druck, der extrem hoch ist, ja, sich für Barfußschuhe entscheiden und dafür ausgelacht werden, sonst irgendwas. Und wenn sie sich dann verletzen, dann ist das eben sehr, sehr schade. Muss aber definitiv nicht sein, wenn man es richtig macht. So, dann bist du jetzt an der Reihe und kannst uns Feedback geben. Schönes Wortspiel, sehr passend an dieser Stelle. Ganz unkompliziert mit einem Däumchen nach oben oder du schreibst selber mal ein bisschen was ins Beschreibungsfeld. Deine Erfahrung, vielleicht eine traurige Leidensgeschichte oder Tipps, die du der Community geben kannst. Darüber freuen wir uns sehr. Was kann man noch machen? Du kannst uns abonnieren, falls du nicht getan hast. Glocke aktivieren, wenn du uns abonniert hast. Hier unten kannst du auf Instagram vorbeischauen. Du kannst dir Übungen zur Fußfunktion auf unserem Kanal geben oder hier drüben zwei unserer letzten Videos anschauen. Genau. Wir sind wieder raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.